Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Mein Every Week Ayurveda. In dieser und in den nächsten Folgen werden wir uns mit den unterschiedlichsten Arten von Haarausfall beschäftigen. Ihr werdet erfahren, welche Arten von Haarausfall gibt es, wie erkenne ich sie und wodurch unterscheiden sie sich. Wir beginnen heute mit dem kreisrunden Haarausfall. Von kreisrundem Haarausfall kann jeder betroffen sein. Mann, Frau oder sogar Kinder. Und dies in jedem Alter. Beginn von Alopecia areata sind kleine, runde oder auch ovale Stellen. Diese können sich sehr schnell verbreiten. Von kreisrunden Haarausfall ist nicht nur die Kopfhaut betroffen, die Stellen können auf dem gesamten Körper auftreten. Zum Beispiel Verlust von Barthaaren, Augenbrauen, Wimpern oder sogar von der gesamten Körperbehaarung. Wenn Menschen alle Haare verlieren, spricht man von Totalhaarverlust oder kompletter Haarausfall, Alopecia universalis. Die typischen Merkmale vom kreisrunden Haarausfall sind, dass die Haut glatt und glänzend aussieht. Häufig bekommen die Nägel auch extreme Rillen und brechen sehr schnell ab. Wenn auch du unter kreisrunden Haarausfall leidest, dann möchtest du sicher diesen schnell und dauerhaft loswerden. Mit meiner ganzheitlichen Kaya-Veda-Methode begleite ich seit über 30 Jahren Menschen zurück zu ihrer ursprünglichen Haarpracht. Gerne unterstütze ich auch dich bei der Lösung deines Haarproblems. Scheue dich nicht, wende dich gerne an mich. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Balwinder Sidhu.